Das Urheberrecht verbessern und die Produktpiraterie verhindern. Das möchte das sogenannte ACTA-Abkommen. Eigentlich eine gute Sache. Trotzdem zieht es Zehntausende Deutsche in den vergangenen Tagen raus. Gegner des Abkommens. Bei uns ist heute Morgen Jürgen Rupp, Bündnis 90, die Grünen Kreisverband Karlsruhe und im Aktionsbündnis gegen ACTA. Guten Morgen, Herr Rupp. Schönen guten Morgen. Wir sprechen heute über das Thema. Vielleicht erklären Sie ganz kurz in aller Kürze, was ACTA ist. Sie haben es jetzt schon kurz beschrieben, es ist ein Abkommen, das international abgeschlossen worden ist, um Produktpiraterie zu verhindern, geistiges Eigentum zu schützen, geht auf eine Reihe von vorherigen Abkommen zurück und ist jetzt aktuell eben in der Gesetzesvorlage auf EU-Ebene. Eigentlich ja eine gute Sache, das Urheberrecht zu schützen und die Produktpiraterie zu verhindern, oder? Sollte man meinen, wenn nicht eine ganze Reihe von Gefahren damit einhergehen würden. Ich habe da einen sehr radikalen Ansatz, nicht nur als Grüner, weil ich die Gefahren sehe. Wenn Sie sich das verdeutlichen am Beispiel Medikamente, stellen Sie sich vor, ich bin begeisterter Science-Fiction-Leser, stellen Sie sich vor, die Firma Pfizer in Berlin findet morgen ein Mittel für die Unsterblichkeit, sodass man also nicht mehr sterben müsste, permanente Verjüngung. Und die Firma Pfizer hätte darauf das Recht und würde alleine dieses Mittel verwalten können und könnte selbst entscheiden, wer dieses Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Können Sie sich vorstellen, dass die ärmsten Menschen auf der Welt dieses Medikament zur Verfügung gestellt bekommen würden? Ähnliches haben wir erlebt mit den AIDS-Medikamenten. Dass es Medikamente gegen AIDS gab und in Frage der Produktpiraterie verhindert wurde, dass in Afrika alle Menschen kostenlos oder zumindest sehr günstig an AIDS-Medikamente gekommen sind. Das sind die Gefahren, die hinter ACTA steht, nicht nur die Gefahren fürs Internet. Das ist aber sehr schwer zu verstehen, denn wenn Sie jetzt zum Beispiel von AIDS-Produkten oder Verjüngungsprodukten reden, das ist eine große Sache. Aber die Musikindustrie, hat die nicht in den vergangenen Jahren oder die Filmindustrie sehr darunter gelitten, dass es Produktpiraterie im Internet gab? Und geht es ja nicht darum, hauptsächlich das jetzt zu verhindern mit ACTA? Es geht darum, Vertriebswege und Geschäftsmodelle zu erhalten. Wenn Sie sich vorstellen, das Original liegt immer beim Autor oder beim Urheber. Jetzt eine Firma wie Sony oder zwischenzeitlich Apple erhält das Recht, dieses Produkt zu vertreiben. Und jetzt kommt das Internet und die Möglichkeit, es nicht mehr über irgendwelche Portale oder irgendwelche alten Vertriebswege zu tun. Sie haben ja heute nur noch eine Datei und keine CD mehr. Diese Geschäftsmodelle möchten natürlich große Unternehmen wie Sony erhalten. Und natürlich auch gibt es eine ganze Reihe von Künstlern, die daran interessiert sind, meistens die, die sehr reich sind. Die kleinen Künstler, und wenn man Kunst erhalten möchte, muss man alle Künstler mit einbeziehen, nicht nur Madonna oder Angelina Jolie, sehen das gar nicht so eng. Wir haben natürlich ein Problem, dass sie gerne ihr Produkt vermarkten möchten. Aber die sagen selbst auch, sie haben mit den heutigen Möglichkeiten, die diese großen, diese Global Player auch haben, auch in der Vertragsgestaltung, haben sie Probleme, auch wieder das Recht, das Vertriebsrecht zurückzubekommen zu sich. Wir müssen also insgesamt einen Weg finden, damit Urheber von ihrer Kunst leben können. Das ist in Ordnung, das sehe ich auch durchaus ein. Ich finde aber schon, dass man sich darüber unterhalten muss, ob man Milliarden damit verdienen kann, dass man ein Produkt kopiert. Weil nichts anderes tut ja Sony, jeder Plattenlabelhersteller oder jeder Verlag ja auch. Es gibt ein Original. Man kopiert dieses Original, druckt es auf Papier oder hat es früher auf CD drin und vertreibt es dann. Das ist der Betriebsweg, der erhalten sein soll. Das ist ja auch unsere Kritik insgesamt am Abkommen. Eine Reihe von Staaten und diese großen Unternehmen haben hinter verschlossenen Türen dieses Abkommen getroffen. Und darum geht es letztendlich. So richtig klar ist aber nicht, was jetzt wirklich alles drinsteht, oder? Es ist sehr schwammig formuliert, weil es ja über Jahre schon Kritik an dieser Geschichte gibt. Aber die Möglichkeiten, die sich eröffnen, Sie sehen ja in Frankreich zum Beispiel, dass man dort sagt, die Provider sollen hier mit überwachen, was passiert. Und wenn jemand zweimal oder dreimal aufgefallen ist, dass er so einen Vertriebsweg unterbunden hat, indem er privat kopiert hat über ein Portal, dann muss ihm der Internetzugang zugemacht worden. Also so weit kann das gehen. Das haben wir hier in der nationalen Gesetzgebung noch nicht. Aber die Möglichkeit besteht und in dieser Gefahr oder durch diese Gefahr ist ja vor allem dazu gekommen, dass dieser Aufschrei auch durch die sogenannte Netzgemeinde
gegangen ist. Ein bisschen ist ACTA aus den Medien in den vergangenen Tagen verschwunden, ja, weil ja das Ganze jetzt ans Europäischen Parlament hätte abgesegnet werden sollen, ja, in Kürze. Ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber das wurde jetzt alles verschoben. Können Sie das noch kurz erklären? Man hat es jetzt an den Europäischen Gerichtshof, mhm, gegeben, mit der Bitte, das zu prüfen. Mhm. Damit ist es aus der aktuellen Debatte natürlich erstmal verschwunden, weil der Gerichtshof jetzt circa 2 Jahre brauchen wird, um das Abkommen auf seine Rechtmäßigkeit hin zu prüfen. Und wenn diese Prüfung erfolgt ist, dann wird es wieder ins Gesetzgebungsverfahren gehen. Natürlich zunächst auf europäischer Ebene und wie Sie das bei anderen Gesetzen ja auch, mhm, haben, muss es dann national umgesetzt werden. Ist es dann nur eine Verschiebung praktisch auf Zeit? Es ist im Moment eine Verschiebung, das entlastet aber das Europäische Parlament oder die Kommission nicht, eine politische Entscheidung darüber zu fällen. Selbst wenn es rechtmäßig wäre, was ich ernsthaft bezweifle, muss man sich überlegen, möchte man eine solche Einschränkung oder die Möglichkeit zu solchen Einschränkungen überhaupt haben? Und die sehe ich überhaupt nicht. Als letzte Frage noch, was blüht uns als Verbrauchern in der Internetlandschaft, wenn ACTA kommt? Wie wird das aussehen? In Deutschland im Moment nichts Dramatisches, weil die Gesetzgebung da ist. Die Verschärfungen sind möglich. Also im schlimmsten Falle blüht es, dass jeder, der auf irgendeine Art und Weise Dinge tauscht, vielleicht noch nicht mal bewusst kriminalisiert wird, entweder seinen Internetanschluss gekündigt bekommt, strafrechtlich belangt wird, wie wir es ja jetzt im Download-Bereich schon oft haben, dass Jugendliche immense Schulden bekommen, weil irgendein Anwalt sie belangt mit Tausenden von Euro. Solche Dinge können passieren. Im schlimmsten Fall, dass wir uns übers Internet nicht mehr frei äußern können, weil Zugänge geschlossen werden. Und ob man Internetprovider als Hilfspolizisten haben möchte, auch diese Frage, finde ich, muss politisch beantwortet werden. Da sage ich natürlich ganz klar Nein. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Rupp. Gerne.